طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für diese Möglichkeit, für diese Rechtleitung. Und als allererstes danke ich Allah subhanahu wa ta'ala für das allergrößte Geschenk, was Allah uns gegeben hat, für die größte Ni'ma, die man hat. Egal wie arm du bist, egal in welcher Situation du steckst, egal wie viele Probleme du hast, egal in welchem gesundheitlichen Zustand du bist, egal wo du bist, egal wer du bist, egal was du bist. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir seine Rechtleitung gegeben hat, sodass du ihn erkannt hast, sodass du ihn anbetest, sodass du ein Diener Allah sein darfst, dann musst du dich glücklich schätzen und dann musst du Allah subhanahu wa ta'ala für dankbar sein, Laylan Nahar, Tag und Nacht. Wallahi, es ist die gewaltigste und die schönste und die beste Gnade auf dieser Erde. Nichts darüber hinaus. Alle Gnaden, wenn du alle Gnaden zusammenzählst, von Reichtum und Gesundheit und Schönheit und Wissen, alle Gnaden zusammenrechnen, die es auf dieser Erde gibt, und die Gnaden Allahs sind ja unendlich, wenn du alle zusammenzählst, wenn du alle Gnaden hast, aber dir fehlt die Gnade der Rechtleitung, die Gnade, dass du ein Diener bist von Allah subhanahu wa ta'ala, dann hast du gar nichts. Und du bist ein Verlierer im Diesseits und im Jenseits. Und wenn du die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala besitzt und Allah hat dich auserwählt, von den ungefähr 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde, Allah hat dich auserwählt. Dich und wenige andere. Ja, wenige andere, warum? Weil von diesen 8 Milliarden sind nur ungefähr 1 Milliarde oder 1,5 Gläubige. Das heißt, du gehörst einer, ja, du bist einer von wenigen. Ja, du bist einer von ganz, ganz wenigen. Prozentual, wie viel ist das vielleicht? 1,5? Milliarden, 1 Milliarde von 8, ja, 15%, 20% höchstens, nicht mal, 15% vielleicht, von den Erdbewohnern, jetzt gerade befinden sich in dem Zustand, dass sie die Möglichkeit haben, ins Paradies zu kommen für die Ewigkeit und gerettet zu werden vor der Hölle. Und jetzt gerade auf dieser Erde, 85%, der allergrößte Teil von den Menschen auf dieser Erde, ist jetzt gerade im Zustand, dass er für die Ewigkeit in der Hölle bleibt und niemals das Paradies sehen wird. Subhanallah. Und wallahi, Allah hat das nicht gemacht, nicht auserwählt, weil wegen deiner Herkunft, wegen deinem Aussehen, wegen deinem Wissen, wegen deinem schönen Charakter, das ist Fadlullahi Mahd. Nichts anderes außer die Gnade von Allah, die er gibt, wem er will. Subhanallah. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Dankbaren gehören lassen. Dass wir Allah subhanahu wa ta'ala danken für alle Gnaden, aber ganz besonders für die allergrößte und schönste Gnade, und zwar die Gnade des Islam. Liebe Schwester, wie angekündigt, wollte ich inshallah heute mit euch reden über dieses Thema, über das Thema der böse Blick und alles, was um dieses Thema herum, was mit diesem Thema zu tun hat. Und wie wir alle, liebe Geschwister, wissen, ist Al-Ainu Haqq. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wie im Hadith der authentisch überliefert wurde bei Bukhari und Muslim, er sagte, Al-Ainu Haqq, das Auge, ja, und hiermit ist gemeint, der böse Blick ist wahr. Ja, das ist eine Wahrheit. Und das ist nicht so gemeint oder so, sondern der böse Blick ist wahr. Ja, das Auge, dieser böse Blick, der von den Augen kommt, von den Augen eines Neiders zum Beispiel, ist wahr. Und hier haben sich dann die Gläubigen aufgeteilt in drei verschiedene Gruppen. So gibt es eine Gruppe der Gläubigen, die, wie zum Beispiel die Mu'tazila und andere Sekten im Islam, die gesagt haben, nein, die glauben nicht daran.
Die glauben nicht an, dass das Auge quasi wahr ist. Ja, dass der böse Blick wahr ist und dass er einen treffen kann, dass er Schaden bringen kann. So gibt es Sekten im Islam, die das komplett abgelehnt haben. Und dann gibt es eine andere Gruppe, liebe Geschwister, und zwar die übertreiben beim Auge und alles, was dem ähnelt. Ja, wie zum Beispiel auch vielleicht der Schaden, der kommen kann durch Magie etc. Und dann gibt es manche Leute, und das ist vielleicht auch öfters oder mehr vielleicht bei Frauen als bei Männern, dass die dann zum Beispiel jede Sache, die passiert, ja, ein Unfall ist passiert, Krankheit, Geld verloren, eine Beziehung geht kaputt, dass man dann immer und alles auf die bösen Blicke oder auf die Magie schiebt quasi. Und immer diese Einflüsterung hat und die immer nur darüber redet, etc. Und das ist auch eine Übertreibung in der Religion. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier genannt hat in diesem Hadith. Und zwar die daran glauben, al-ayn al-haq. Ja, dass der böse Blick ist wahr. Der kann an einen treffen und der kann Schaden bringen. Und zwar auch großen, gewaltigen Schaden, wie wir hören werden, inshallah. Und im anderen Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte er, der über authentisch auch überliefert wurde bei Sahih Muslim, da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aynul haq, al-aynul haq, ja, der böse Blick ist wahr. Und wenn es eine Sache geben würde, die den Qadar von Allah überholen würde, so wäre es der böse Blick. Ja? Wenn es etwas geben würde, was den Qadar von Allah überholen würde, ja, dann wäre es der böse Blick. Und hier der Scharh davon, oder was damit gemeint ist, damit ist gemeint hier, dass der böse Blick eine so starke Wirkung hat. Ja. Weil der Qadr von Allah subhanahu wa ta'ala ist aufgeteilt in zwei. Einmal das, was Allah subhanahu wa ta'ala aufgeschrieben hat, fil lawh al-mahfuz, 50.000 Jahre bevor er alle Geschöpfe erschaffen hat. Und einmal das, was die Engel aufschreiben vom Qadr. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala, das, was Allah aufgeschrieben hat damals, das wird niemals geändert. Ja? Das wird nicht geändert. Aber das, was die Malaika, die Engel aufschreiben, sollten, ja, das kann geändert werden von Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah ändert und macht, was er will. Ja? So wie Allah subhanahu wa ta'ala das auch sagt im Koran, يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ. Ja, Allah macht weg, was er will. Ja, er wischt Sachen weg, die er will. وَيُثْبِتْ. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Und er macht Sachen fest. Also er verändert Sachen und andere Sachen legt er fest. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Und bei ihm ist das, ja, das Buch, was, das, wie nennt man das Buch? Was bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, wo er alles aufgeschrieben hat. Ja? Al-Lawh al-Mahfuz zum Beispiel kann man das nennen. Die gut bewahrte Tafel. Ja? Und so, liebe Geschwister, barakallahu fikum, ist diese Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er kann Sachen verändern. Und das kennen wir auch von den anderen Hadithen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, dass nichts den Qadr ändern kann, außer die Dua. Ja, außer die Dua. Und hiermit ist auch dann damit gemeint, zum Beispiel, da ist im Qadr geschrieben, in der Vorherbestimmung, im Schicksal ist geschrieben, dass zum Beispiel jemand ein... Nimm mal die Katze weg, bitte, der hat Allergie, ja? Tu die bitte ganz raus. Barakallahu fikum. Ja? Nichts kann Qadr ändern außer Dua? Genau, nichts kann den Qadr, das Schicksal ändern, außer das Bittgebet, außer die Dua. Und hier ist eine Ishara zu dieser Sache. Aber was ist hiermit gemeint? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala für jemanden etwas festgelegt hat, es kann sein, dass Allah es ändert. Ja, weil die Engel haben aufgeschrieben, dass etwas passiert. Ja, du wirst in diesem Jahr zum Beispiel einen Unfall haben. Aber Allah subhanahu wa ta'ala kann das wegmachen. Warum? Weil du immer Dua gemacht hast. Weil du die Azkar gemacht hast, morgens und abends. Oder dass du zum Beispiel Salatul Fajr in der Jama'a gebetet hast
Und der Prophet Muhammad sagte, man sallal subha fi jama'a fa huwa fi dhimmatillah. Derjenige, der das Morgengebet in der Jama'a betet, er ist im Schutz von Allah. Im anderen Hadith sagte der Prophet, derjenige, der Salat al-Duha betet, 4 Raka'at, er wird vom Shaitan beschützt bis zum Abend. Im anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad, derjenige, der sagt, la ilaha illallah wa la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir 100 Mal, und er wird beschützt vom Shaitan bis zum Abend. Und so weiter und so fort. Gibt es viele verschiedene Sachen, das waren jetzt nur kurze Beispiele. Ja? Und, na. Und hier auch, liebe Geschwister, auch dieser böse Blick, da hat der Prophet Muhammad s.a.w., dass diese Wirkung so stark ist, hat der Prophet Muhammad s.a.w. auch dazu gesagt, dass der böse Blick, er bringt den Menschen ins Grab und das Kamel in einen Topf. Ja? Es kann so, also der böse Blick ist nicht nur, dass etwas passieren kann, zum Beispiel, dass du krank wirst, ja, oder dass du einen Unfall baust. Nein, der böse Blick bringt es so weit, der böse Blick kann einen Menschen töten, komplett töten. Ja, so eine starke Wirkung hat das. Und natürlich gibt es aber viele, viele Wege, wie man sich davor schützen kann, wie wir inshallah gleich, barakallahu fikum, dann hören werden. Die Frage, die sich dann stellt, kann man, ja, die Frage, die sich stellt, kann man diesen bösen Blick, ja, kann man den nur haben, mit dem Auge, ja, mit wirklich mit den bösen Blicken, oder kann man das auch haben mit der Nefs? Was denkt ihr? Auch mit Nefs. Du sagst auch mit Nefs, was sagt ihr? Nur mit Auge. Ja, nur mit Auge. Okay, dann stellt sich die Frage, kann ein Blinder zum Beispiel, der Augen hat, aber nicht sehen kann, oder ein Blinder, der gar keine Augen hat, kann er böse Blicke quasi haben? Okay, mit dem Auge. Jetzt ist schwierig. Ja. Also ja? Wenn er sein Herz hasst, genau. Und dann kann er wahrscheinlich, also man kann wahrscheinlich dann doch aus dem Herzen diese. Natürlich, diese natürlich. Und diese Neid haben, weil man jemandem etwas nicht gönnt und dadurch entsteht es dann. Richtig, zwei haben auch geschrieben hier in den Kommentaren, auch mit Nefs. Ja. Man kann auch mit Nefs einen bösen Blick haben. Ein Blinder kann auch böse Blicke haben, indem man zum Beispiel ein blinder Mann. Du erzählst ihm nur, dass der und der, der hat so ein fettes Haus, dein Bruder, deine Schwester, dein Cousin, dein Nachbar, der hat eine riesen Villa mit einem Swimmingpool, wo er schwimmen kann, der hat 3 Frauen und 20 Kinder, der ist Millionär, keine Ahnung, ja, irgendwelchen Sachen, ja, und du kannst ihm einfach mit Aussaf geben, ja, ihn beschreiben, oder eine Sache beschreiben, und in seiner Nefs drinnen, ja, hat er dann Neid für diese Sache, und er kann auch mit seinen Nefs einen böse Blicke werfen. Ja? Also es passiert auch mit der Nefs. Warum sagt der Prophet Muhammad s.a.w. al-Ainu haq? Weil das am meisten durch das Auge passiert. Weil du dir das wahrnimmst, die schönen Sachen von den anderen, oder das, was du schön findest, nimmst du wahr am meisten mit den Augen natürlich. Ja? Und dann kommt die Information durch die Augen in dein Herz, und in deinem Herz hast du diese Gefühle von Neid und Wünsche und Hass und Missgunst etc. Ja? Also auch mit dem Herzen geht das auch. Dann die Frage wäre auch, wie schützt man? Wie kann man sich schützen vor zum Beispiel diesen bösen Blicken? Ja? Wie kann man sich davor schützen und wie behandelt man das? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe wieder. Einmal der Schutz davor, wie nennt man das? Prophylaxe oder wie nennt man das? Ja? Der Schutz vor einer Sache und die Heilung dafür, beziehungsweise die Behandlung dafür. Ja, der Schutz dafür, so gibt es, alhamdulillah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns viele Sachen gesagt, wie wir uns davor schützen können. Und zwar Sachen, die man sagt, was wir gelernt haben von Koran oder von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indem man zum Beispiel die Adhkar macht, morgen und abends. Ja, in diesen Adhkar, in diesen Allah zu preisen und zu lobpreisen, und ihn und Dua zu machen, darin ist Schutz davor. Ja, darin ist Schutz davor. Dann gibt es allgemeine Bittgebete, genau spezifisch auf die bösen Blicke. Zum Beispiel, wenn du irgendwo bist, du hast etwas Schönes dabei, ja, oder jemand ist vor dir und der sagt, boah, was für ein Auto, boah, was hast du für eine schöne Augen oder schöne Frisur oder irgendwas, ja.
oder muskulös oder dein Auto, dein Haus, dein Garten, irgendwas, deine Kinder, boah, die sehen so schön aus. Ja, und du hörst, er macht kein Tabrik, er macht kein Dua für dich, ja. Er spricht keine Segenswünsche quasi für dich aus. In dem Augenblick, welche Dua hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht? Er sagte, A'udhu bi kalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa kulli aynin lamma. Ja? Und natürlich werden jetzt bestimmt vielleicht im Kommentarfeld jemand schreiben, okay, kannst du das bitte wiederholen oder reinschreiben? Ja? Hier, ich sehe gerade auf Facebook, hat es jemand geschrieben, aber nur mit lateinischen Buchstaben. Vielleicht kann das jemand inshallah rein posten oder raussuchen, aber als Ratschlag inshallah in den kleinen Büchlein Hisnul Muslim, ja, da wo die ganzen Bittgebete drin stehen, da findet ihr das bestimmt. Allahu a'lam, ich habe es nicht da drin gelesen, ich habe es nicht komplett gelesen, ehrlich gesagt, aber es steht ganz bestimmt dort drin, inshallah. Ja, und allgemein findet man das auch in den Apps oder und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wenn du jemanden siehst, der gerade so auch guckt, ja, du, er guckt dich an oder etwas, was du besitzt, egal was das ist, ja, und er macht so große Augen oder er spricht darüber, etc., über etwas, was du besitzt oder deine Kinder oder deinen Besitz, etc., und er macht kein Tabrik, dann kannst du, inshallah ta'ala, kannst du dieses Bittgebet sprechen, ja. Wie ist das? Also das ist zum Beispiel ein Schutz, ja. Du kannst zum Beispiel auch was machen, allgemeine Sachen, die beschützen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns zum Beispiel beigebracht, dass man Ayatul Kursi liest. Ayatul Kursi nach jedem Gebet ist Sunnah und ist ein Schutz. Ayatul Kursi vor dem Schlafen gehen. Ja? Und man darf nicht vergessen, der böse Blick kann kommen von Menschen und von Jinn. Nicht nur von Menschen, sondern auch von Jinn. Das heißt, die siehst du gar nicht. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ja? Die Jinn können uns sehen, wir können die aber nicht sehen. Und der böse Blick kann kommen von Menschen und Jinn. Deswegen ist der Muslim eigentlich dazu angeheuert und dazu verpflichtet, sich zu beschützen. Wenn du dich schützt, ja, du hast eine Versicherung. Wir wollen unsere Autos versichern, wir wollen unsere Häuser versichern, wir wollen dies versichern, ja, unsere Handys versichern, weil diese, wie nennt man das, diese Screen-Display so teuer ist, 200 Euro, 300 Euro mehr als früher, keine Ahnung, was gekostet hat, die Handys selbst gekostet haben. Und aber uns selbst, ja, wir wollen unser Handy beschützen, unser Auto beschützen und dies, das. Aber uns selbst, unser Leben, unsere Kinder etc. beschützen wir nicht. Aber wie können wir uns selber beschützen, unsere Gesundheit und unseren Iman, weil es alles zusammenhängt. Wenn du krank bist, kannst du auch nicht richtig Anbetung machen etc. Wie kann man sich selber beschützen? Beschütze dich, indem du Salatul Fajr in der Jama'a betest, als Mann. Du bist im Schutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist nicht muqayyad, das ist nicht bestimmt, sondern es ist unbestimmt. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, du bist im Schutz von Allah. Im Schutz wovor? Im Schutz vor allem. Ja, wenn es nicht bestimmt ist, dann ist es vor allem vor Shaitan und vor dieses und vor Unfall und vor Ein und von Hasad und von Jinn und von Sihr, von allem einfach. Genauso auch Hadith, derjenige, der 4 Raka'a Salatul Duha betet, der ist im Schutz bis zum Abend zum Beispiel. Ja, diese Adkar, die ich vorhin gesagt habe zum Beispiel, dann gibt es viele, viele andere Adkar, die man auch sprechen kann. Ja, zum Beispiel Mu'awidatayn, der Prophet sagt, es gibt keine Verse, die schöner sind oder gewaltiger sind als Al-Mu'awidatayn, Surat Al-Ikhlas und Falaq und Nas, diese drei Suren, die drei letzten Suren des Koran, haben eine extrem starke Auswirkung im Bereich vom Schutz, Schutz vor Sihr, Schutz vor Ein und Schutz vor Hasad etc. Ja, und das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das selber gemacht bei seinen Kindern und Enkelkindern, bei Hasan und Hussein. Oder Aisha radiallahu anha hat zum Beispiel Ruqya gemacht und Schutz gemacht und hat diese Suren gelesen, und dann hat sie die Hände, nicht ihre Hände genommen, sondern die Hände vom Prophet Muhammad sallallahu genommen, weil seine Hände gesegneter sind. Ja? Und dann hat sie da rein gepustet quasi und dann auf seinen Körper damit eingerieben als Schutz. Ja, subhanallah. Und wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Liebling von Allah subhanahu wa ta'ala, ja, der Gottesfürchtigste, der Rechtschaffenste, der Schönste und beste Mensch, wenn er sich beschützt, ja, mit Koran, mit diesen Adkar, dann, ja, dann erst recht sollten wir das machen, subhanallah. Und leider sind wir aber oft, ist es uns, subhanallah, ja, sind wir zu träge für solche Sachen. Ja, da macht man diese Adkar, Sabah und Masa, man macht das mal ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, und dann, aber das Schwere im Islam ist nicht dieses Praktizieren von kurz, ja, egal, beten, Hijab, Niqab, Bad, dies, das, ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre ist easy, kann jeder machen, ist einfach eine Mode, macht jeder Mode, ja. Aber eine Sache kontinuierlich zu machen, bis zum Tod. Das ist Thabat.
Das ist das. Du dienst Allah, wa'abud rabbaka, hatta ya'tiyaka al-yaqin. Bete Allah subhanahu wa ta'ala an, bis zum Tod. Das ist die Kunst. Das ist das, was schwer ist. Das andere ist einfach so, jeder macht mal. Ja, es ist Mode, kurze Hose, lange Hose, Haare so, Haare kurz, Bart, mal kein Bart, mal dies, mal das. Jeder macht Modesachen und folgt dem, ja, den Menschen einfach. Inshallah, machen wir weiter, ja. Eine andere Sache dann, das ist der Schutz. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich schützt. Weil im Islam, oder es gibt allgemein ein Sprichwort, al-wiqayatu khayru min al-ilaj, sagt man im Arabischen. Ja? Der Schutz ist besser als Behandlung. Ja? Was ist besser? Du bist beschützt, du bist gar nicht getroffen von Sihr oder von bösen Augen oder Krankheit. Ist das besser oder ist es besser, dass du erstmal krank wirst und K.O. bist und dann gehst du zum Arzt und dann gehst du zu einem Raqi und dann gehst du, Ingwer kaufen etc. Ja, der Schutz ist besser, natürlich. Und deswegen, liebe Schwester, es ist einfach. Ja, die Medizin haben wir. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, wie wir uns schützen können vor diesen bösen Blicken. Aber es liegt an uns, ob wir es benutzen, ob wir dafür zu faul sind oder es ernst nehmen oder nicht. Und dann gibt es natürlich die Sache, wenn man natürlich schon getroffen wurde von einem bösen Auge, von bösen Blicken, wenn man schon getroffen wurde, wie macht man das dann? Wie geht man dann vor? Dann muss man natürlich Ilaj machen, ja, Behandlung. Man muss nicht behandeln lassen. Wie lässt man sich behandeln? Man lässt behandeln durch Ruqya. Durch Ruqya, inshallah. Und erinnert mich bitte gleich dran, dann werde ich darauf zurückkommen. Beziehungsweise können wir auch jetzt direkt darüber reden. Ja, und Ruqya, erstmal, wie macht man Ruqya? Wer kann Ruqya machen? Wer kann auf wen Ruqya machen? Womit macht man Ruqya? Was hat die größte Auswirkung bei Ruqya? Ja, die Frage, die sich dann stellt, zum Beispiel, erstens, womit macht man Ruqya? Man macht Ruqya mit drei Sachen. Mit Qala Allah, wa Qala Rasulullah. Ja, man macht Ruqya mit Quran, mit Hadithen vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, das, was er gesagt hat, entweder Bittgebete oder Ta'wil, Allah Zuflucht suchen etc. in diesen Bittgebeten etc. Ja? Oder Worte in arabischer Sprache, die deutlich sind und eine normale Meinung haben, was nicht Schirk oder etwas beinhaltet, was Haram ist. Weil Ruqya gab es auch schon vor dem Islam. Ja, in der Jahiliyyah haben die Ruqya gemacht. Und deswegen gibt es Ruqya, die verboten wurde und Ruqya, die erlaubt wurde. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, أذن بالرقية ما لم يكن فيه شرك ما لم يكن فيه شرك ja der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Ruqya erlaubt solange darin kein Schirk drin war und Schirk ist da nicht drin. Schirk ist da drin zum Beispiel wenn man Hokus Pokus macht, wenn man zum Beispiel Leute rufen wie zum Beispiel irgendwelche Shuyukh dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gesandter Allahs, hilf mir, O Hassan, O Hussein, O Sheikh al-Badawi, O Sheikh dies und das, dass man von Menschen zum Beispiel Hilfe oder Heilung möchte, ja. Oder auch diese Einstellung, dass du zu einem gehst, der dir Ruqya macht, ja, und in deinem Herzen ist, er kann mir Heilung geben. Das ist eine Form von Schirk, klarer Schirk, ja. Und das ist natürlich eine Sache, die verboten ist. Ja, das ist eine Sache, die verboten ist. Ich glaube, er sieht und ignoriert gekonnt, nicht chatten. Also ehrlich gesagt, ich werde jetzt nicht während des Vortrags Fragen beantworten. Ich werde auch nicht die Fragen lesen oder Kommentarfeld lesen, weil ich komme dann gar nicht, ich vergesse dann 10 Sachen. Ja. Barakallahu fikum. Ja, wenn inshallah, wenn wir gleich Zeit haben, dann kann ich inshallah vielleicht ein paar Fragen beantworten, aber inshallah jetzt erstmal rede ich inshallah und mache inshallah mit dem weiter, damit ich auch inshallah dann gut vorankomme. Jazakumullahu khairan. Also Ruqya, drei. Genau, Ruqya sind drei Sachen: Koran, Sunnah vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und klare arabische Worte, indem du zum Beispiel sagst, wenn jemand Musab ist, je nachdem ob das der böse Blick ist oder Jinn, ja, dann sagst du zu dem Jinn: Ukhruj ya adu Allah. Ja, geh raus, oh du Feind von Allah. Du sprichst zu dem Jinn, indem du sagst, geh raus, du Feind von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder solche Sachen, die normal sind. Also deutliche arabische Sprache. Weil man kann auch zum Beispiel, wenn du gehst zu einem Raqi, ja, derjenige, der dich behandelt mit Koran,
es kann sein, dass er dir zum Beispiel so Zettel aufschreibt und diesen Zettel ist komplett unleserliche Zeichen, ja, oder Buchstaben, das sieht aus wie Griechisch, wie keine Ahnung was, ja, so Griechisch, Chinesisch, irgendwas, aber mehr so wie griechische Buchstaben und so, das ist Hokuspokus, das ist nicht erlaubt, das ist absolut Haram, ja, das ist Haram. Wenn man Ruqya macht, dann muss das arabische Sprache leserlich sein, verständlich und nichts beinhalten, was Haram oder Schirk ist. Wenn, und das ist auch ein Problem, was heutzutage passiert, ja, Leute, die Probleme haben mit, die wurden getroffen, haben gesundheitliche Probleme, Eheprobleme, Probleme mit den Kindern, etc., Probleme mit anderen Sachen. Was passiert sehr, sehr oft, ja, dass man einfach danach Hilfe sucht und man fragt einfach, ja, Eltern, Großeltern, Familie, Freunde, wo wir haben ein Problem, ja, ich habe ein Problem mit meiner Frau, ich habe ein Problem mit meinem Mann, ich habe ein Problem mit meiner Mutter, mit meiner Schwiegermutter, und dann wird dir gesagt, ja, geh zu dem und dem, bei dem, der hat's drauf, und ich habe bei dem, der kann das und das, der hat mir gesagt, das und das wird passieren und das ist auch passiert, ja, und solche Sachen. Und dann gehen sie einfach zu wem? Statt dass sie zu einem Raqi gehen, der Ruqya macht mit ihnen, eine Ruqya Shar'iyya, die laut nach Koran und Sunnah geht, gehen sie zu einem Scharlatan, gehen sie zu einem Shaitan. Ja? Und dieser Typ, du gehst zu denen hin, und ganz ehrlich, ich bin als kleines Kind, ja, ich war in Algerien bei meiner Oma, möge Allah sie beschützen, war ich bei meiner Oma in Algerien, subhanallah, und ihre Nachbarin war eine alte Frau, sehr alte Frau, die hat so Blei gegossen. Ja, die kochen dann Blei, und die gießt dann so Blei. Und Alhamdulillah, inshallah, war ich entschuldigt, weil ich dachte, das wäre ein Kindergartenspiel. Ja? Ich wusste gar nicht, was die da machen. Auf jeden Fall hat mir diese alte Frau gesagt, komm, ich mach dir auch so, ne? Ich lese dir was vor und so. Und dann hat die so Blei in Wasser gegossen, dann förmt sich das ja so, ne? In so Bällchen und so. Und danach, die guckt in diesen Blei rein und dann fängt die an, dir Stories zu erzählen. Ja? Dann fängt der ihr Shaitan an, ihr Geschichten zu erzählen, gute Nachtgeschichten. Dann hat sie mir gesagt, ja, du wirst eine, weil die wusste ja, dass ich in Deutschland lebe, ich war nur im Urlaub dort. Dann hat sie mir gesagt, ja, du wirst eine Frau heiraten von Übersee, das heißt, die ist nicht in Algerien, die ist da so, ja. Die sagen einfach, ja, und diese Frau wird reich sein und dies und das und keine Ahnung, Ananas, dies, das und Ananas, ja. Erzählen ja mal Geschichten, ja. Und die sagen natürlich auch normale Sachen, ja, du wirst Kinder haben und du wirst arbeiten, keine Ahnung oder so. Und die mischen ein paar Sachen, die normal sind, die ja die meisten Menschen heiraten, die meisten Menschen kriegen Kinder, die meisten Menschen, keine Ahnung was. Und die mischen dann 100 Lügen dazu, ja. Und so viele Menschen gehen zu denen. Und ich weiß, dass von meiner Familie in Algerien, subhanallah, sind zwei, also Vater, also Mann und Frau, hatten Eheprobleme und man hat die geschickt in eine andere Stadt, ja, in der Nähe von der marokkanischen Grenze, subhanallah, zu einem Mädchen, die so, ja, die haben ja, die kann euch helfen, ja. Und dann waren sie dort, subhanallah, und es war rappelvoll. Und das weiß ich nicht 100%, von meiner Familie leider, ja. Die unwissend waren, haben das damals gemacht. Und die sind dort hingegangen. Und subhanallah. Und dann was passiert? Als sie dann reingekommen sind, bei diesen Mädchen, da waren hunderte Menschen, die dort gewartet haben, Schlange stehen, ja. Und dann sind sie reingekommen, dann dieses Mädchen hat zu ihnen gesagt, okay, bevor ihr hier wart heute, seid ihr von der Stadt Oran gekommen, ja, wo meine Großeltern leben, also über 100 Kilometer entfernt. Ihr habt heute Morgen am Frühstückstisch gesessen mit dem und dem und dem und habt das und das gefrühstückt. Ja? Und ich kann es ja gar nicht wissen. Das war gar kein Termin, niemand war dabei, der vorher hingefahren ist, gar nichts. Aber diese Frau ist eine Shaitana, die arbeitet zusammen mit wem? Mit Djinn. Ja, weil die Djinn, schau mal, bei Suleiman a.s., als, ja, Bilqis, wenn sie so heißt, Allahu alam, haben wir nicht von Koran und Sunnah, ist ja nicht authentisch, dass sie Bilqis heißt. Ja, die Frau, die bei Suleiman war. Ne? Wisst ihr das, oder? Allahu alam, also ganz ehrlich, ich habe von Gelehrten gehört, dass das nicht authentisch überliefert ist, dass sie Bilqis heißt. Und viele Namen, die erwähnt sind, die Frau von dem und dem, kommt ja von Israeliet. Ja, von Israeliet, das heißt, der Prophet Muhammad sagte, lanu saddiquhu wa lanu kadibu. Wir sagen nicht, es ist erlogen, wir sagen nicht, es ist die Wahrheit, weil wir wissen es nicht 100%, was verfälscht wurde im Alten Testament oder Neuen Testament. Ala kulli hal, ja. Auf jeden Fall, als Bilqis mit Suleiman a.s. war, worüber habe ich gerade geredet? Ich bin jetzt aus dem Thema. Über diese, die gerade gesagt, dass die aus Oran gekommen sind, 100 Kilometer weit weg, mit diesen Menschen. Na, aber was meinst du gerade?
Ah, genau, genau. Dann hat doch Suleiman gesagt, wer bringt mir den Thron von Bilqis, bevor sie hier zu mir kommt? Ja? Qala ifritu min al-jinn. Da haben ja zwei Leute sich gemeldet, ja, die den Thron von ihr holen. Und das war ja eine Mesafa von 1000, 2000 Kilometer. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern. Aber wenn ich mich irre, war sie vielleicht im Jemen. Ja, und die waren in Palästina oder so. Also eine extrem tausende Kilometer entfernt. Wer bringt mir ihr Thron? Dann hat ein Ifrit min al-Jinn. Ifrit ist eine spezielle Form von Jinn, also ganz kräftige Jinn, ja. Ich bring dir den Thron von ihr, bevor du aufstehst von deinem Makam. Ja, also eine Sekunde, zwei Sekunden. Und dann sagt ein anderer, er sagt, ich bring dir den Thron von ihr, bevor du einmal mit den Augen blinzelst. Und er hat einmal mit den Augen blinzelt, der hat einmal mit den Augen geblinzelt, subhanallah, und der Thron war bei ihm. Ja, subhanallah, schaut mal auf diese, wie Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Jinn erschaffen hat. Ja, das ist ja eine. Das ist nicht ein Blitz, das ist keine Ahnung was, ja. Das ist unvorstellbar. Ja? Alle kulli hal. Du willst mit den Dings, was war da mit dem Mädchen? Das ist auch so. Genau, Entschuldigung, ja, ich bin jetzt gerade, ich habe gesehen, ich bin auf YouTube rausgeflogen. Ist auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Okay, Entschuldigung. Was war bei diesem Mädchen, subhanallah, dieses Mädchen, was hat die gemacht? Die hat denen dann gesagt, ihr wart mit dem und dem, ihr habt das und das gefrühstückt. Warum? Weil die arbeiten mit Jinn zusammen. Ja, die Jinn haben dann diese Informationen gehabt. Ja, die haben das gesehen, haben ihr berichtet. Ja, die haben da und da gesessen, mit Oma, mit Opa, mit Onkel. Ihre Namen sind das und das und das, Mohammed, Ali, Fatima, dies, das. Subhanallah, die wusste alles. Die wusste sogar, was die gefrühstückt haben. Ja, wie gesagt, die wir da waren, keiner von denen ist dahin gefahren. Und die hatten keinen Termin, subhanallah oder so, ja. Also die hat das von nirgendwo sonst wissen können, außer von den Shayatin und Jinn, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Und damit sie mit denen zusammenarbeitet, was muss sie machen? Sie muss Kufr und Schirk machen. Ja? Diese als Scharlatan, du kannst nur Sihr machen und diese Arbeiten machen. Du kannst nur diese Arbeit machen mit Jinn, mit den Shayatin zusammenarbeiten, indem du Kufr und Schirk machst. Dass du zum Beispiel auf Koran urinierst und solche Sachen. Das heißt, du musst ein Mushrik werden und Shaitan Opfer bringen, ja, Opfer bringen und Schirk machen, dann arbeiten die Shayatin mit dir zusammen. Und deswegen gibt es auch diese, ja, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ in Surat al-Mulk. Ja, dass diese Sterne in Deutschland, wenn du eine Sternschnuppe siehst, dann sagen die ja, wünsch dir was. Da ist nicht, ich wünsch dir was, da wurde gerade ein Satan mit einem Stein beworfen. Ja, kannst dir wünschen, so viel wie du willst, kriegst sowieso nichts. Außer was Allah geschrieben hat. Auf jeden Fall, ja, was ist ja, ja, und die wusste alles, subhanallah. Und das solche Sachen, man kannst du das bitte, das iPhone? Ja. Nein, bring mir mal ein iPhone-Kabel mit, ja. Hier ist es lang, ja. Bring mir von da hinten. Barakrafik. Tayyib, inshallah. Eine nächste Sache. Die nächste Sache ist, kann ein Muslim Ruqya machen? Ja. Deswegen man muss aufpassen, zu wem man hingeht. Ja? Man geht vielleicht zu einem Scharlatan und man macht eventuell Sachen, die haram sind oder Schirk sind. Guck mal, du kannst das hier. Achso, das geht nicht so. Dann tu das hier vielleicht, geht auch nicht. Dann nimm mal hier von der. Ja. Nicht, dass alles runterfällt, da muss aufpassen. Hm? Geht das überhaupt? Das fällt, glaube ich, runter. Ja? Ich weiß, geht auf den Boden. Auf Boden. Nein, ist gut. Drei. Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, wo man hingeht, ja? Man kann eventuell irgendwo hingehen und man kann Haram machen und man kann eventuell sogar Kufr und Schirk machen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der sagte, derjenige, der zu einem Musha'ud geht, ja, zu einem Scharlatan geht, fasaddaqahu, oder zu einem Kahin, ein Wahrsager, oder geht zu einem Scharlatan oder zu einem Wahrsager und er erzählt dir Geschichten, ja, du wirst den und den heiraten, du wirst das und das, ja, die erzählt dir, du sagst dem, ja, ich habe Angst, keine Ahnung, von Ayn und von meiner Schwiegermutter oder so, und dann fängt sie dir an, Stories zu erzählen.
Ja, das bedeutet das und das und das bedeutet dies und du wirst das und das. Die fängt an, die Geschichten zu erzählen. Ja, was bedeutet das? Wenn der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der dahin geht, seine Gebete werden 40 Tage nicht angenommen. Heißt es, er braucht 40 Tage nicht zu beten? Er muss trotzdem beten. Ja, betest du nicht und verlässt das Gebet komplett, dann hast du auch den kompletten Islam verlassen. Ja, nach der Meinung von einigen Gelehrten. Ala kulli hal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der aber dahin geht, fasaddaqahu, und der demjenigen glaubt, du glaubst diesen Wahrsager oder Scharlatan, du glaubst, was er dir sagt, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, wal iyad billah. Derjenige, der dahin geht und ihm Glauben schenkt, du glaubst ihm, dann hast du Kufr gemacht, Unglaube gemacht mit dem, was Allah dem Propheten herabgesandt hat. Was hat er ihm herabgesandt? Koran und Sunna. Ja? Subhanallah. Deswegen muss man aufpassen, zu wem man geht und was man macht. Und man darf auch nicht Ayn und Sihr behandeln, also Ruqya machen, außer mit der Ruqya Shar'iyya. Außer mit Ruqya Shar'iyya. Eine andere Frage stellt sich dann, darf ein Muslim Ruqya machen zu einem Nicht-Muslim? Und darf ein Nicht-Muslim Ruqya machen zu einem Muslim? Was sagst du? Der Muslim darf beim Nicht-Muslim Ruqya machen. Der Muslim darf beim Nicht-Muslim Ruqya machen. Was sagt ihr dazu? Was sagst du? Ja, denkst du auch? Was sagt ihr? Ich hab's gehört auch schon. Ja, Muslim darf ein Nicht-Muslim bei einem Käfer Ruqya machen. Andersrum. Darf ein Käfer bei einem Muslim Ruqya machen? Nein. Nein? Ich hab's Ah, das, was hast du gehört? Dass ein Muslim bei einer Käfer das gemacht hat. Okay. Beides geht. Beides geht. Nummer eins, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Hadith, der authentisch überliefert wurde, ich glaube bei Bukhari und Muslim, als die Sahaba radiallahu anhum unterwegs waren, und da war doch dieser Sayyidul Qawm, ja, der Anführer von einem Dorf, die waren Kuffar, es waren keine Muslime, die haben die Sahaba nicht aufgenommen, was normalerweise Adab war damals, zur Zeit damals, dass wenn Reisende sind, dass du die aufnimmst, dass du den, ja, weil die sind auf der Reise, die haben ja, du hast wenigstens da ein bisschen Holz und Licht oder Wasser oder was auch immer, die haben die aber nicht aufgenommen, haben die weggeschickt quasi, ja. Und dann ist der Sahaba etwas weiter weggegangen und dann wurde der Anführer von ihnen, wurde dann von einem Aqrab, von einem Skorpion gebissen, ja. Und die haben dann alles versucht zu machen, um ihn zu behandeln, mit dem, was sie konnten. Aber sie konnten ihn nicht behandeln. Der war kurz davor zu sterben quasi. Was ist dann passiert? Dann haben die gesehen, dass die Sahaba sich irgendwo platzierten, ja, etwas weiter weg. Dann sind sie da hingegangen, haben denen gesagt, unser Sayyid, unser Sayyidul Qawm, konzentrier dich, ja? Unser Sayyid, unser Anführer, wurde gebissen von einem Skorpion. Gibt es jemanden unter euch, der Ruqya machen kann, der uns helfen kann, ihn behandeln kann? Ja, da war einer der Sahaba, ich glaube, ehrlich gesagt, ein Sahabi, ich habe seinen Namen vergessen jetzt, vielleicht war das Abu Sa'id al-Khudri oder Abu Musa al-Ash'ari. Ich glaube, einer von den beiden, Allahu ta'ala, a'la wa'alam. Einer von den beiden hat gesagt, ja, ich kann den Ruqya machen, aber, ja, ihr habt uns nicht aufgenommen, deswegen, ich mache das, aber ich möchte, dass er uns dass ihr uns dafür bezahlt. Ja? Dass ihr mich dafür bezahlt, ihr gebt mir so und so viele Schafe. Dann ist er da hingegangen und er hat bei ihm Ruqya gemacht. Was hat er gemacht? Er hat Surat al-Fatiha gelesen. Nichts anderes außer Surat al-Fatiha. Und der Mann ist im, ja, die haben vorher alles versucht. Alle Medikamente und Kräuter und keine Ahnung, was sie gemacht haben oder vielleicht selber Ruqya gemacht mit ihrem Hokuspokus, was sie hatten. Alles, was sie gemacht haben, hat nicht geholfen. Der Sahabi kam dahin, er hat Surat al-Fatiha vorgelesen. Der Mann ist ihm sofort im selben Augenblick aufgestanden, er war gesund. Direkt. Ja? Dann haben die diese Schafe genommen, ja, eine Anzahl an Schafen, und dann haben die gesagt, ey, wir wissen aber nicht, ob wir davon essen dürfen. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das mit, bis wir beim Propheten Muhammad aus dem ankommen und ihn fragen, ob das halal ist oder nicht. Wir haben keinen Hukm gewusst. Die wussten nicht, ob halal oder haram. Dann sind sie hingegangen, haben die gesagt, oh, gesandt Allahs, das und das ist passiert. Der Prophet Muhammad sagte zu ihm, وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا شَافِيَا. Was hat dich wissen lassen? Woher wusstest du, dass Surat al-Fatiha die Heilende ist? Ja? Von diesem Hadith kam der Name von Surat al-Fatiha, dass sie die Heilende ist. Ja? Und es ist nicht nur Surat al-Fatiha, die eine Heilende ist, sondern der gesamte Koran ist heilend. Der gesamte Koran ist Heilung.
Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Und es gibt noch einen anderen Vers auch, mit ähnlichem Wortlaut. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Und wir lassen vom Koran herab, was oder worin Heilung ist für die Menschen. Das ist, Koran ist Heilung. Das heißt, du kannst Koran lesen zur Heilung, egal welche Sura, egal welche Ayat im Koran. Ja? Aber es gibt natürlich manche, die kräftiger sind, manche, die gewaltiger sind. Ja? Und gewaltiger ist zum Beispiel hier Suratul Fatiha, Suratul Baqara. Ja, weil es darüber Hadithe gibt. Und dann zum Beispiel die drei letzten Suren des Koran, Al-Ikhlas und Falaq und Nas. Und zum Beispiel Ayatul Kursi. Und zum Beispiel, bevor man schlafen geht, Ayatul Kursi, bevor man schlafen geht, auch zum Beispiel die zwei letzten Ayat, Al-Ayatain, Al-Akhiratain min Suratul Baqara, Aman al-Rasul. Ja? Die zwei letzten Ayat von Suratul Baqara, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der sie liest, bevor er schlafen geht, oder der sie nachts liest, es bleibt für ihn ein Schutz die ganze Nacht. Ja? Es ist ein Schutz für die ganze Nacht. Das ist zum einen, wenn man diese Adkar macht und diese Ayat liest. Und das sind Sachen, die man liest in einer Minute, drei Minuten, zwei Minuten. Subhanallah. Und wenn du alles zusammenzieht, was in der Sunna ist, hast du tagsüber vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Ja? Und vielleicht nachts, bevor du schlafen gehst, 5 oder 10 Minuten. Und du bist einfach geschützt, Tag und Nacht, subhanallah. Von Menschen, von Jinn, von Hussad, von Neidern, von bösen Blicken, von Sihr, Magie, dies, das, subhanallah. Ja? Ach, eine interessante Sache von Dina Lars, der Bruder fragt, weil wie soll der Käfer deine Schäftigkeit aus Spaß, bring mal den Käfer dazu, für dich Koran zu lesen. Ja, nee, ich meine, gut, es ist nicht schwer, die Fatiha zu können, aber mit was für einem Instrument haben sie dann Rock hier gemacht, wenn es auch mehrfach vorgefallen ist? Ja, also es gibt, es wurde überliefert, Barakallahu fikum, dass Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, dass Abu Bakr, und übrigens, ja, nicht jeder Kafir kann Rock hier machen, sondern ein Kitabi, ja, einer von den Leuten der Schrift, Jude oder Christ. Ja, kein Muschrik. Juden und Christen sind auch Muschrikin, ganz klar, ja. Aber sie sind ja näher dran an der Religion quasi, auch wenn sie Kuffar sind und in Ewigkeit in der Hölle sein werden, wenn sie so sterben, wenn sie in diesem Zustand sterben, weil sie ja Ungläubige sind. Aber ein Kitabi kann das machen. Und das ist authentisch überliefert worden, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu in das Haus des Propheten Muhammad s.a.w. kam, in sein Haus seiner Tochter Aisha. Und da war gerade eine Jüdin, die Ruqya gemacht hat auf Aisha. Ja? Und Abu Bakr sagte zu ihr, mach ihr Ruqya nur mit Koran. Ja? Mach ihr Ruqya nur mit Koran. Und natürlich kann man jetzt sagen, aber in Medina damals zum Beispiel, ja, oder es gibt ja Kuffar, Christen, beispielsweise Christen in Ägypten, sehr, sehr viele arabische Christen. Christen, die Arabisch können, Christen, die auch Suratul Fatiha können, oder ein paar Suren des Korans können, weil die dort zum Beispiel in eine islamische Schule gegangen sind. Weil das die nächste Schule, so wie wir halt zum Beispiel in Europa aufgewachsen sind. Und du gehst in die Schule und du hast vielleicht, keine Ahnung, das eine oder andere Lied gehört oder Gebet gehört, weil du zur Grundschule gegangen bist. Und dann hat man das dort gesungen oder gesprochen oder was auch immer. Ja. Und so ist es auch die Muslime, die Christen zum Beispiel oder Juden, die zum Beispiel in Jordanien, in Syrien, also damals, die Christen zum Beispiel in Syrien oder die Christen in vielen verschiedenen Ländern. In Afrika gibt es sehr, sehr viele Länder, wo die Bevölkerung so halb-halb ist. Ja, 50% so, 50% so oder 70, 30, 40, 60. Gibt es viele Länder in Westafrika, in überall in afrikanischen Ländern. Ja, wo die Bevölkerung so ist. Und dann gehen die muslimischen Kinder, die gehen auf christliche Schulen. Warum? Weil das ist die einzige Schule, die es gibt. Dort in diesem Dorf oder in diesem Umkreis. Dann gehen die dorthin und ja, gewollt, ungewollt, Allahu alam, die lernen irgendwelche Gebete von den anderen. Und genauso auch andersrum, so gibt es eine islamische Schule oder eine Moschee, das ist die einzige Schule, die es dort gibt. Auch die Christen schicken ihre Kinder dorthin. Und die lernen dann zum Beispiel Suren aus dem Koran. Ja? Oder zum Beispiel, er kann einfach Arabisch. Ja, es gibt ja auch Leute, die Arabisch können, weil sie Botschafter sind oder keine Ahnung, oder Arabisch gelernt haben für beruflich etc. Haben Arabisch gelernt. Wenn er Arabisch lesen kann, er kann Koran lesen auf einen Muslim, ja, und Ruqya machen. Und hier ist es auch wichtig, dann zu wissen, was ist denn das, was eigentlich am meisten Wirkung hat, ja? Die meiste Wirkung ist was? Ist der Koran selbst
Und nicht der Raqi, zu dem du hingehst und du denkst, das ist Abu Bakr al-Siddiq. Oder du denkst, das ist keine Ahnung wer. Nein, das ist der Koran. Der Koran hat diese Wirkung. Der Koran ist der, der Heilung bringt und Schutz bringt, etc. Warum? Weil das ist Kalamullah. Das sind die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist das das, was am meisten Schutz hat. Und deswegen ist es auch eine Sache, über die ich auch kurz reden wollte, dass man zum Beispiel nicht nach Ruqya fragen soll. Ja? Nach Ruqya fragen soll. Warum? Weil, jetzt der Hadith vom Prophet Muhammad s.a.w. überliefert bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, es gibt 70.000 Leute, die ins Paradies gehen, ohne befragt zu werden und ohne bestraft zu werden. Am Tag der Auferstehung, die wachen auf, ja, aber sie werden von Allah gar nicht befragt. Du hast das und das gemacht, du hast dich da, für die gibt es gar kein Gerichtstermin. Die gehen direkt ins Paradies. Weder Strafe noch Frage. Ja, direkt ins Paradies. 70.000 und mit ihnen zwei Hände voll von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie groß sind die zwei Hände voll von Allah? Wie viele Menschen sind das? Allahu alam. Keiner weiß es außer Allah. Ja? Aber diese Menschen, die Sahaba radiallahu anhu, haben dann den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, O Gesandter Allahs, nenn uns mal ihre Eigenschaften. Wer sind diese? Die haben darüber spekuliert. Ja? Der Prophet Muhammad hat ihnen das gesagt und ist in sein Haus reingegangen. Was haben die Sahaba gemacht? Die haben die ganze Zeit geredet. Da haben die zum Beispiel, manche haben dann die Idee gehabt, das sind bestimmt die, die im Islam aufgewachsen sind, die haben noch nie Schirk gemacht und Kufr gemacht. Weil Sahaba, viele von denen, die meisten waren ja vorher Götzendiener. Dann haben die anderen gesagt, nein, das sind vielleicht die, die im Islam geboren sind und gestorben sind als Kinder, haben gar keine Sünden gemacht. Andere haben dann gesagt, ja, verschiedene Meinungen gehabt. Und der Prophet Muhammad s.a.w. ist dann rausgekommen aus seinem Haus und hat gesehen, die sind voll am Spekulieren und am Reden und überlegen, weil die Sahaba waren verrückt, die wollen unbedingt Paradies, nicht so wie wir. Ja, die waren crazy, nicht auf Waffeln und Shake und Autos und dies, das, Frauen, Männer und... Ne, die waren verrückt auf Paradies einfach, Psychos auf Paradies. Und deswegen, was haben die gemacht? Die haben dann überlegt, deswegen haben die immer gefragt, O Gesandter Allahs, was bringe ich ins Paradies, was bringe ich von der Hölle weg, wie kann ich, was ist die beste Tat, was macht Allah am meisten glücklich, etc. Ja? Und dann hat er gesehen, die sind so am Spekulieren, hat er gesagt, worüber redet ihr? Haben die, O Gesandter Allahs, du hast das und das gesagt. Wer sind diese? Ja, die wollen unbedingt zu denen gehören. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, humul ladina la yastarqun. Es gibt zwei Überlieferungen über diesen Hadith. Einmal bei Bukhari und bei Muslim. Es gibt einmal die Überlieferung, الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يسترقون ولا يكوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Ja? Aber wie Sheikh Ibn Taymiyyah sagte und die meisten Gelehrten auch gesagt haben, ist die Version mit nicht mit fünf Sachen, sondern mit vier Sachen, und zwar nur لا يسترقون und nicht لا يرقون. لا يرقون, der Unterschied zwischen يرقون und يسترقون. Yarqun, diejenigen, die Ruqya machen. Du machst gerade Ruqya. Du liest gerade auf dich selbst oder auf dein Auto oder auf dein Sohn oder sonst irgendwas. Ja, Ruqya. Yastarqun, wenn dieses ist, st davor steht, das ist Talabu Shay. Du verlangst von jemand anders, der das dir macht. Ja, dass er dir das macht. So wie im Hadith al-Qudusi, wo der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, dass Allah gesagt hat, Kullukum dar illa man ihtadaytuh fastahduni ahdikum. Ihr seid alle irre gegangen, außer die, die ich recht leite. So bittet mich. Fastahduni. Ja? Fastahduni ahdikum. Kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Fastat'imuni ut'imkum. Kullukum. Ihr seid alle irre gegangen. Ihr seid alle nackt. Ihr seid alle hungrig, außer die ich recht leite, die ich kleide, die ich versorge, so verlangt von mir, bittet mich darum. Ja? Fastat'imuni ut'imkum, fastahduni ahdikum, etc. Ja? Und hier in diesem Hadith, den wir gerade erwähnt haben, welcher Hadith haben wir gerade erwähnt? Davor? Genau. Ja, mit den 70.000. Ja? Alladina yastarqun sind die nach der Ruqya fragen. Du fragst jemanden, kannst du bitte für mich Ruqya machen? Ja? Wenn du das machst, dann kannst du nicht zu diesen 70.000 gehören, die direkt ins Paradies kommen. Kann das trotzdem sein, dass du direkt ins Paradies kommst? Ja, kann sein. Warum? Wenn du keine großen Sünde machst. Derjenige, der keine große Sünde macht, oder der hat Sünden gemacht, aber der hat Tauba gemacht und Allah hat es angenommen, der geht direkt ins Paradies. Ja? Aber derjenige, der große Sünden macht, der ist Fragezeichen. Ob der direkt ins Paradies kommt, er ist fi Mashiatillah. Du bist in der Mashia von Allah. Du bist im so wie Allah will. Allah wird entscheiden einfach. Entweder er vergibt dir oder er bestraft dich für diese großen Sünden, die du gemacht hast.
Deswegen ist es wichtig, die großen Sünden überhaupt zu kennen und damit man sich auch davor schützen kann. Ala kulli hal, der Prophet sagte, alladhina la yastarqun, diejenigen, die nicht nach Ru'ya fragen. Wala yakun, al-kay ist, dass du dich behandeln lässt mit Feuer. Ja, das hat man ja damals gemacht, machen wir vielleicht heutzutage noch in manchen Ländern. Du nimmst Kohle, heiße Kohle, und dann verbrennst du dich quasi. Ja, verbrennst du dich an manchen Stellen des Körpers mit diesem Feuer, und das ist eine Art der Heilung. Hat man ja früher, ich glaube, viele Jahrhunderte oder Jahrtausende gemacht und vielleicht heute zutage noch. Wie nennt man das? Weißt du, wie man das nennt? Ja, auf jeden Fall mit heißer Kohle, oder mit extremer, also mit Hitze oder mit extremer Kälte, auch aber für eine Art des Verbrennens, aber die als Heilung gilt. Ja, und also eine Eigenschaft, die fragen nicht nach Ruqya, die behandeln sich mit Feuer. Nummer 3, la yatatayyarun, sie haben keinen Aberglaube. Diese Aberglaube, oh, schwarze Katze gesehen, schwarzer Hund gesehen, Vogel fliegt von rechts nach links oder so, das war bei Jahiliya schon damals. Ja, in der Zeit des Propheten, zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi haben die schon so gelebt. Der will rausgehen, eine Reise nach Scham oder irgendwo hin. Was passiert? Er geht gerade von zu Hause raus, er sieht eine schwarze Katze. Oder er sieht einen Vogel von rechts nach links, oder also von Westen nach Osten oder andersrum fliegen. Der sagt, oh nein. Oh nein, ein schlechtes Omen. Ich reise doch nicht. Der will irgendeine Sache machen und der sieht eine andere Sache. Aberglaube einfach, ja? Einfach diese Sachen, die Aberglaube sind. Ja? Derjenige, der direkt ins Paradies kommen will und zu diesen 70.000 gehören will, der hat keinen Aberglaube. Du hast keinen Aberglaube. Du vertraust auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und du hast keinen Aberglaube. Nummer 4. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Und es sind diejenigen, die auf Allah vertrauen. Diese 4 Eigenschaften. Was mit einem, der schon mal Ruqya gefragt hat, aber er wusste das nicht? Ja? Ich glaube, Ibn Ubayz, rahmatullah alayhi, und manche Gelehrte sagen, es ist kein Problem. Jetzt, wenn er das weiß, dass er das nicht mehr macht, inshallah. Und er hat die Chance dazu zu gehören, inshallah. Ja? Warum ist das aber? Ist es haram? Ist es verboten, jemanden zu fragen nach Ruqya, kannst du für mich Ruqya machen? Es ist nicht haram, du kannst das machen, es ist erlaubt. Aber wenn du es machst, gehörst du nicht zu diesen 70.000. Warum ist das so? Weil in diesem Talabul Ruqya, dass du von jemand anders Ruqya verlangst, da ist eine kleine Art von Schwäche des Imans. Warum? Weil dein Herz quasi sich ein bisschen daran anlehnt und darauf hofft, dass dieser Mensch dir helfen kann. Ja? Obwohl es ja nur der Koran selbst ist. Das ist nur der Koran, der dir hilft. Der Typ ist ja nur ein Sebeb, so wie Medizin, so wie, keine Ahnung, ja, Paracetamol oder irgendwas, oder Ingwer, oder der Arzt, oder der Honig. Ja, der Arzt kann ja auch nicht helfen. Der kann operieren so viel, wie er will. Der kann ja alles wegschneiden. Ja, der kann Kifte aus dir machen. Wenn Allah nicht geschrieben hat, dass du gesund bist, bist du nicht gesund. Egal, was er macht. Egal, was er kann. Und deswegen ist er nur ein Sebeb. Ist er nur ein Mittel zum Zweck. Der Arzt, Honig, Raqi, ist alles nur Mittel zum Zweck. Der Heilende alleine ist Allah subhanahu wa ta'ala. Der entscheidet, ob du gesund wirst oder nicht. Und deswegen aber, bei Ruqya ist es meistens so, dass die Menschen irgendwo ein bisschen, ja, ich habe gehört, bei dem werden viele gesund. Ja, ja, ich habe gehört, der hat es drauf. Der ist Profi. Und so, das heißt, dein Herz lehnt sich ein bisschen darauf, ja, du vertraust ein bisschen auf sein Können, auf sein, ja, dies, das. Subhanallah. Und deswegen ist da ein bisschen, das ist eine schwächere Form des Imans. Ja, und deswegen sollte man auch, wenn man etwas hat, Probleme hat, sollte man versuchen, Ruqya selber zu machen. Warum? Weil die Wirkung ist bei was? Die Wirkung ist der Koran. Ist nicht derjenige, der das, ja, der das macht. Der Koran, den man spricht. Guck mal, eine Yahudiya hat bei Aisha radiallahu anha Ruqya gemacht. Diese Yahudiya, die hat ja kein Khair, null Khair. Das ist eine Yahudiya, eine Mushrika. Sie hat ja kein Khair. Ja, die kann ja gar nichts machen. Nützliches, Gutes in dem Sinne, Ruqya machen, aber der Koran ist es, der diese Kraft hat und der Nutzen bringen kann. Und deswegen ist es wichtig, barakallahu fikum, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut. Auf was kann man Ruqya machen? Kann man nur auf Lebewesen Ruqya machen? Oder kann man auch auf tote Sachen, auf leblose Sachen Ruqya machen? Kannst du Ruqya machen, ja, diese Koran lesen, auf dein Auto, auf dein Haus, auf dein Handy von mir aus, ja? Ja, ja oder nein? Kann man machen. Ja, du kannst auch Ruqya machen auf leblose Sachen.
Ja, auf Lebewesen, auf andere, auf deine Mutter, auf deinen Ehepartner, auf deine Kinder. Du kannst auch Ruqya machen und Koran lesen, weil der Koran in Koran Heilung ist. Und in Koran ist Schutz vor Schaden und vor dem Shaitan. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt im authentischen Hadith, وَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَأَغْسِلُوا. Und wenn ihr nach Wasser gefragt werdet, so müsst ihr euer Wasser geben. Ja? Wenn dich ein Muslim fragt, nach deinem Wudu-Wasser oder Ghusl-Wasser, dann musst du ihm Wasser geben, damit er sich damit heilt. Und das haben wir von der Geschichte, die authentisch überliefert wurde, auch bei Bukhari und Muslim und ich glaube auch bei anderen, die Geschichte, als die Sahaba radiallahu anhum unterwegs waren, und da waren zwei der Sahaba, und zwar der Sahabi Sahel ibn Hunayf, manche sagen auch ibn Hanif, ja, Sahel ibn Hanif, der war ein, der hat sich gerade quasi umgezogen oder gewaschen, und da hat er quasi seinen Oberkörper frei gemacht, ja, hat sich gewaschen, und da war ein anderer Sahabi, und zwar war das Amir ibn, hab ich vergessen, ja, auf jeden Fall Amir radiallahu anhu, ich glaube Amir ibn Sahel, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ja, und der war ein Bidri, der war einer, der bei der Schlacht von Badr gekämpft hat. Das heißt, einer der 313 besten Sahaba von 124.000 ungefähr. Sahaba, einer der 313 besten Menschen nach den Propheten. Subhanallah. Und dieser Sahabi, ja, Amir, der heißt Amir ibn Rabi'a. Amir ibn Rabi'a, radiallahu anhu, hat Sahel angeschaut. Und dann hat er gesagt, ich habe noch nie so eine schöne oder so eine helle Haut gesehen, wie bei der Adra, der hat eine so schöne Haut, wie eine junge Frau, ja, ich habe noch nie so eine schöne Haut gesehen, quasi. Der hat das gelobt, aber das war's. Was passiert? Sahel ist in dem Augenblick umgefallen, krank, der ist nicht mehr aufgestanden von dem Platz. Dann kamen sie zum Prophet Muhammad s.a.w. und haben ihm gesagt, Ya Rasulallah, Sahel ibn Hunayf ist runtergefallen und er kann sich nicht mehr bewegen und ist krank. Ja? Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, habt ihr atashukuna bi ahad? Denkt ihr, das war eine bestimmte Person, die auf ihn Auge gemacht hat, ja, die einen bösen Blick geworfen hat? Dann haben die gesagt, wir haben gehört, dass Amir ibn Rabi'a etwas, der ihn angeschaut hat oder ja, so bewundert hat oder etwas gesagt hat. Dann haben sie ihn gerufen. Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihn gerufen. Und dann hat er zu ihm was gesagt? Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu. Warum bringt einer von euch seinen eigenen Bruder um? Ala hal la barakt? Warum machst du kein Tabrik? Warum machst du keinen Tabrik, wenn du siehst, was dir gefällt? Ja? Warum? Weil er hat etwas gesagt, aber er hat kein Dua gesprochen, kein Bittgebet gesprochen. Ja? Er hat kein Bittgebet gesprochen, er hat nicht gesagt, Allahumma barik. Oder Masha'Allah, la quwwata illa billah. Der hat einfach nur gelobt. Oder ja, das bewundert. Was eigentlich nicht tadenswert ist. Allah hat uns erschaffen, inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah ist schön und liebt die Schönheit. Ja? Und auch der Prophet Muhammad s.a.w. sagte in einem anderen Hadith, es ist in Ordnung, auch wenn du schöne Kleidung hast, schönes Auto hast oder besonders schöne Kinder oder so, dass du zum Beispiel ein bisschen versteckst, dass du das nicht zeigst, ist in Ordnung. Aber es zu zeigen, ja, wenn Allah dir zum Beispiel schöne Sachen gegeben hat, von egal, Auto oder Reichtum etc., ist es erlaubt, das zu zeigen? Es ist erlaubt, das zu zeigen. Ja? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Allah liebt es, wenn er seinem Diener etwas Schönes gegeben hat, dass man das Schöne an ihm erkennt. Ja? Natürlich mit der Bedingung, dass deine Nase unten bleibt, dass du keinen Hochmut hast, dass du nicht ein Angeber wirst, dass du nicht denkst, du bist besser als die anderen, etc. Mit der Bedingung, Allah hat dir Reichtum gegeben, du kannst dein Reichtum zeigen. Ja? Aber mit der Bedingung, ja? Kein Hochmut, keine Angeberei, Zakat geben, helfen, unterstützen, spenden, etc. Muslim sein. Du kannst das ruhig zeigen. Es ist sogar in Ordnung oder sogar gut, es zu zeigen, mit den Bedingungen, wenn man sie erfüllt. Trotzdem bescheiden bleiben, etc.
Worauf wollte ich hinaus? Ich habe kurz einmal auf diese Kommentare geguckt. Weißt du, was wichtig ist dabei, Achi? Ja? Und zwar zum einen fragen wir... Haben wir ganz kurz, haben wir irgendwo Wasser, einen Schluck Wasser, Baraklafikum? Wir haben heute Ammar oder Hulefa, ein Glas Wasser, Baraklafikum, ja? Fragen einige, für die, die nicht Koran lesen können, ob es natürlich möglich ist, Koran zu hören, Rukia zu hören, speziell. Mhm. Du kannst irgendein Glas nehmen, kein Problem. Okay, drei Minuten. Okay, die Frage war, ob man, wenn man selber keinen Koran lesen kann, ob man zum Beispiel eine bestimmte Rukia hören kann. Ja? Also man kann Rukia, also am besten ist das, ja, dass man Koran also direkt rezitiert. Ja? Direkt rezitiert. Und zwar, dass du auf dich selbst rezitierst. Das heißt, du liest einfach Koran. Ja? Oder jemand rezitiert auf dich, ohne dass du es ihm sagst. Zum Beispiel dein Ehepartner, er weiß, du hast Schmerzen. Ja, du weißt zum Beispiel, deine Ehefrau, dein Ehemann hat Schmerzen, dann oder hat Fieber, hat Probleme, gesundheitliche Probleme etc. Barakallahu. Ja, dann liest du zum Beispiel einfach auf ihn, ohne dass er dich fragt. Ja, weil das Fragen danach ist ja nicht so gut. Ja, mindestens nicht so gut, sagen wir mal. Ja, es erlaubt aber nicht so gut. Deswegen, du liest einfach auf deinen Ehepartner Koran oder auf dein Kind. Ja. Oder auch zum Beispiel als Schutz. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat bei Hassan und Hussein seinen Enkelkindern einfach, ja, Hand auf die Stirn oder auf den Kopf oder auf die Stelle, wo man Schmerzen hat, ja, Schulter, Brust, Bauch zum Beispiel, die Hand drauflegen und einfach Koran lesen. Ja, man kann natürlich auch Koran hören, aber da gibt es Gelehrte, die sagen, das hat keine große Wirkung, weil auch derjenige, der es rezitiert hat, was war seine Absicht? Vielleicht war seine Absicht einfach nur Koran rezitieren, ja. Und es war nicht Rukya zu machen, nicht mit dieser Absicht auch. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass es weniger Wirkung hat. Oder gar keine Wirkung hat. Ja, und deswegen ist es besser, wichtiger, dass man Koran direkt rezitiert. Oder? Und so weiter. Zurück zum Wasser. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und wenn ihr nach Rukya Wasser gefragt werdet, dann gebt euer Wasser. Ja? In dem Hadith, den wir gerade erwähnt haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte dann, warum tötet einer von euch seinen eigenen Glaubensbruder? Ja? Indem er ihm diese bösen Blicke wirft, von Neid, ohne Tabrik zu machen. Ja? Warum macht einer von euch nicht Tabrik? Tabrik, Baraka. Ja? Baraka wünschen, Baraka, Bittgebet machen für ihn. Dass Allah ihm das segnet, was er ihm gegeben hat. Das, was du schön findest bei irgendeinem, ja, was du schön findest, Auto, Schönheit, Kinder, Geld, Wissen, schöne Stimme, schöne Haare, egal was. Ja? Egal was, dass du dann sagst, Allahumma barik. Oder la hawla wa la quwwata, mashallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Und so weiter und so fort. Ja? Allahumma barik. Oder barakallahu fihi, etc. Was hat der Prophet Muhammad s.a.w. dann zu ihm gesagt? Geh und mach Ghusl und bring dein Wasser. Ja, das ist damit der Hadith gemeint, dieser Befehl. وَإِذَا اسْتَغْسَلْتُمْ فَأَغْسِلُوا. Wenn jemand von euch das Wasser verlangt, فَأَغْسِلُوا, so gibt euer Wasser. Ja? Wenn jemand zu dir kommt, dein Freund, dein Bruder, dein Cousin, dein Onkel, jemand, den du sehr magst, jemand, den du nicht so magst, der kommt zu dir, kannst du mir bitte dein Wasser geben? Ja? Dann gibst du ihm dein Wasser. Ja? Und du brauchst nicht von ihm schlecht zu denken. Du brauchst nicht zu denken, ey, warum denkt er, dass ich, denkst du, ich bin ein Neider oder was? Denkst du, ich beneide dich? Denkst du, dies? Nein. Die Religion hat uns beigebracht, ja, du machst das. Und ehrlich gesagt, was ist der Hukm davon? Musst du ihm Wasser geben? Sollst du ihm Wasser geben? Kannst du dir selber aussuchen? Die Meinung von den meisten Gelehrten oder von vielen Gelehrten ist, dass es Pflicht ist, sein Wasser zu geben. Du bist dazu verpflichtet. Warum? Beweis Nummer 1, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, فَأَغْسِلُوا. Das ist was? Ja, das ist ja nie. Nummer 1 ist sein Befehl vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَأَغْسِلُوا ist Befehlsform. Und Befehlsform, eine Qaida im Islam, in den Usul, wenn ein Befehl kommt in der Scharia, ja, صَلُّوا, ja, قُومُوا, صُومُوا, das sind alles Befehlsformen. فَأَغْسِلُوا, ja, wenn es in Befehlsform kommt, dann ist das, ja, لِلْوُجُوب, فَهُوَ لِلْوُجُوب, dann ist es Pflicht. مَا لِمْ تَأْتِي قَرِينَ, solange es keinen anderen Beweis bringt, gibt in der Religion, der das runterstuft, zum Beispiel von Pflicht auf wünschenswert. Okay? Sonst ist es Pflicht. Wie hier, فَأَغْسِلُوا, dann gibt ihnen Wasser. Ja?
Ein zweiter Beweis dafür ist, wenn ein Muslim einen Schaden erlitten hat, einen Schaden hat, einen, nicht einen Schaden hat, nee, so habe ich falsch so war das nicht gemeint, ja? Wenn ein Muslim, ein Gläubiger, etwas getroffen hat oder etwas, wie kann man sagen? Betroffen hat. Etwas, ja, von irgendeinem Schaden betroffen wurde, ja? Irgendein Übel ihn getroffen hat. Und die Heilung dafür, um diesen Schaden aufzuheben, ist nur bei dir, dann bist du dazu verpflichtet, ihm zu helfen. Ja, weil die Heilung ist ja nur in deiner Hand. Zum Beispiel, jemand ist, keine Ahnung, ja, ins Wasser gefallen von der Fähre oder so, du bist der Einzige, der ihm helfen kann, weil du bist der Einzige, der schwimmen kann. Dann musst du ihm helfen, du bist dazu verpflichtet, ihm zu helfen. Ja, das ist eine Pflicht im Islam. Warum? Weil das nur in deiner Hand ist. Wenn es nur in deiner Hand ist, dann ist es auch verpflichtend. Ja, verpflichtend. Weil der Nutzen quasi in deiner Hand ist. Und das sieht man auch wieder, die Schönheit des Islam, Nutzen zu bringen, nützlich zu sein. Ja, der Nutzen ist, deinem Bruder zu helfen. Du brauchst doch nicht unbedingt, das heißt doch nicht, yani, was man auch davon lernen kann, ist, du kannst ja auch einem mit einem bösen Blick treffen, den du liebst. Es muss ja gar nicht unbedingt jemand sein, ich beneide den und den und ich treffe ihn mit meinen bösen Blicken und schaue und will haben, was er hat und warum hat er das, warum habe ich das nicht und so, weil ich ihn nicht mag oder warum hat er das nur? Nein, es kann sein, jemand, den du liebst. Es kann sein, deine eigenen Kinder und du machst ihnen böse Blicke. Deine eigenen Kinder, die du so sehr liebst. Es kann sein, dein Ehepartner, dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter, dein Vater. Die haben etwas Schönes, Auto, Schönheit, irgendwas, Muskeln, was weiß ich was. Und du hast das nicht, ja? Vielleicht hat dein Sohn Sixpack und du nicht. Du hast one Big Pack, ja? Oder andersrum, ja? Und dann bist du, ja? Ja? Und dann bist du zum Beispiel neidisch. Ja, du liebst ihn, aber du findest das schön, was er hat oder was sie hat, aber du hast das nicht. Das heißt, du kannst Auge machen bei einer Person, die du liebst. Das heißt, deswegen müssen wir das lernen. Weil es gibt viele Leute, wenn du ihnen sagst, hey, gib mir dein Wasser, boah, der würde direkt... Ja, man hat sogar Angst zu fragen. Ja, oder würde man das locker so, ey, kannst du mir bitte dein Wasser geben? Das bedeutet ja, im Umkehrschluss denkst du dir, boah, der denkt ja dann. Das heißt, ich denke, du bist neidisch auf mich. Ja, direkt Beef, direkt Streit, direkt, keine Ahnung, Probleme. Ganz easy. Islam ist easy, subhanallah. Und der Islam bringt uns einfach, ja. Warum? Aber das ist natürlich, wenn man gesund ist, wenn man ja nie gesund ist im Kopf. Wenn man krank ist, dann denkt man halt immer schlecht, immer negativ, immer dies, das. Aber hier, Beweis vom Koran, vom Islam, du musst geben. Und das ist die Meinung, es gibt Gelehrte, die sagen, es ist mustahab, es ist erwünscht. Nicht Pflicht, aber es ist erwünscht. Aber es gibt auch viele Gelehrte, wie zum Beispiel Sheikh Taraifi, Fakallahu Asra und andere, die sagen, es ist verpflichtend, das Wasser zu geben, wenn danach gefragt wird. Ja? Und man muss nicht von demjenigen schlecht denken. Wie macht man das? Wie macht man das, zum Beispiel dieses Wasser? Welches Wasser ist das? Wie wäscht man sich und wie gibt man das dem anderen? Ja? Entweder du machst zum Beispiel Rüssel, du wäschst dich einfach, du machst Rüssel und das Wasser, was von dir, du machst ein Stöpsel rein, ja? Du wäschst dich und machst ein Stöpsel rein, das Wasser, was dann übrig ist, das sammelst du auf und dann gibst du dem, der mit dem Auge getroffen wurde und er kippt das über sich, also er wäscht sich damit. Oder, ja, das ist eine Form. Oder er macht zum Beispiel nur, ohne komplett zu duschen, sondern er macht so wie Wudu. Ja, Hände, Gesicht, Arme, Füße waschen. Ja, und die Reihenfolge ist nicht verpflichtend darin, wie beim Wudu. Ja, also er muss nicht unbedingt die Reihenfolge beachten, so wie es beim Wudu bei der rituellen Waschung ist. So, dieses Wasser, du nimmst das, du gibst das demjenigen und er benutzt das. Ja, und er kann das, sich damit dann waschen, also entweder über sich gießen oder seine Körperteile damit nass machen. Ja, und inshallah hat das dann einen Effekt darauf. Übrigens habe ich auch vergessen, wenn man Ruqya macht, ob es das gibt zum Beispiel, es gibt Leute, die schreiben Koran auf Blättern und falten das etc. Das zu tragen ist nicht gut und nicht richtig. Aber das zum Beispiel in Wasser reinzutun, ja, und dieser Schriftzug, wenn man jetzt geschrieben hat, zum Beispiel wie damals mit Safran, ja, mit Safran zum Beispiel, oder mit Tinte zum Beispiel oder so,
Das oder mit, was gibt's noch? Dieses gelbe, womit man noch kochen kann? Kurkuma. Kurkuma? Ist es, ja. Vielleicht Kurkuma. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn man das schreibt, den Zettel dann in Wasser legt und dieses Schriftzug, dass man hat Koran draufgeschrieben natürlich, ja, und dieses Koran tut man in Wasser und das löst sich dann auf, das zu trinken. Das ist zum Beispiel, das haben sogar manche der Sahaba oder der Tabi'in gemacht und deswegen ist das in Ordnung. Ja, es ist fast das gleiche wie, Entschuldigung, wie in Koran reinzulesen, in eine Flasche oder ein Gefäß so zu nehmen und hier Koran reinzulesen. Man nimmt seinen Mund an die Öffnung und man liest zum Beispiel rein. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din. Oder das gleiche zu machen mit, also rein pusten. Du liest Koran und dann pustest du das rein. Genauso wie wenn du auch Ruqya machst bei einer Person und du liest Koran und dann pustest du auf ihn. Oder du pustest sogar mit ganz, ganz leichter Spucke. Ja? Hört sich jetzt vielleicht eklig an oder keine Ahnung was, aber beim Arzt gibt es auch manchmal Medizin, die nicht schmeckt oder Operationen, die nicht so gut schmecken. Ja? Deswegen, aber das hier, warum? Weil darin wurde ja Koran gelesen. Ja? Mit dieser Luft und mit diesem Speichel wurde Koran gelesen. Und da muss man natürlich aufpassen, nicht, dass du dann richtig spuckst und dir eine Faust kassierst oder so. Ja? Also, das kann man auch zum Beispiel in Wasser machen, dass man dann zum Beispiel einfach nur pustet. Also man kann auch nur pusten, ja, damit wir friedlich bleiben alle. Einfach nur pusten oder wie gesagt, in Wasser ist auch kein Problem. Ein bisschen mit Speichel quasi, ja. Ich habe eine Frage. Ja. Wie ist es, wenn du zum Beispiel irgendwie gearbeitet hast und dreckig bist und dann und jemand in diesem Moment fragt, wenn ich jetzt frage, ob du mir Wasser geben kannst. Und ich habe jetzt gerade gearbeitet und habe geschwitzt und so. Ja. Ist nicht appetitlich, ja. Aber Medizin schmeckt manchmal bitter, ja. Nein, aber natürlich, wenn er jetzt gerade gearbeitet hat, Baustelle 10 Stunden und der stinkt bis zum Himmel, dann kannst du ihn fragen, ob der einmal kurz vorher normal duschen kann und danach, ja, wie auch immer, Jan. Wir müssen zum Gebet, ne? Ist eine interessante Frage. Ja? Auch bestimmt für viele interessant. Kann ein Raki, der Imam, so generell nach der Behandlung wissen, also direkt nach der Behandlung wissen, ob man Seher oder Ein hat? Also kann man direkt nach der Behandlung, nachdem man gesprochen hat mit dem Imam, das feststellen? Also kann der Raqi feststellen, ob man zum Beispiel wirklich betroffen wurde von Auge, also vom bösen Blick oder von Seher, Magie oder was man genau hat? Normalerweise kann man das schon. Ja? Warum? Weil der Raqi, das ist eine Sache, die er vielleicht kann, was vielleicht ein Unwissender in dem Bereich nicht kann. Wenn er zum Beispiel bestimmte Verse liest, ja, die mit Sihr, die mit über Magie sprechen, ja, wie zum Beispiel Surat al-Baqarah, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dieser Vers zum Beispiel, ist ein längerer Vers, so ein bisschen, also eine halbe Seite ungefähr. Das zum Beispiel redet über Sihr oder bei Musa alayhi salam und so, da wird über Sihr gesprochen. Und es kann sein, du machst Ruqya gerade mit jemandem und du verwendest diese Verse, die über Sihr sprechen und dann fängt er an zu schreien oder zu zappeln oder keine Ahnung oder fällt um oder schreit, weint, lacht, irgendwas. Dann kannst du sehen, dass er darauf mehr reagiert. Und dann kannst du andere Verse zum Beispiel sprechen, die oder Dua, Bittgebete sprechen, die mit dem bösen Blick zu tun haben. Das ist die einzige Sache. Aber ganz ehrlich, um jemanden zu behandeln, ist eigentlich egal. Du kannst einfach Surat al-Fatiha lesen und ihn behandeln. Also es kann sein, dass er das vielleicht dadurch, dass er erprobt ist, dass er ja das lange macht, dann hat er Erfahrung da drin. Ja, es kann sein, dass er das erkennen kann. Muss aber nicht unbedingt. Und manchmal ehrlich gesagt, ja, manchmal kann es auch sein, dass man vielleicht bei allen Versen sowas macht. Und ich habe das schon mal erlebt, ja, bei einem Bruder, der mit mir war, auf einer langen Reise, ehrlich gesagt, und er hat bei jedem Gebet, er ist ganz normal, alles in Ordnung, jedes Gebet, was wir beten, fängt er an, sich zu verkrampfen und zu schreien und wirklich, er gab Töne von sich, Horrorfilm. Und wir haben gebetet die ganze Zeit auf der Autobahntankstelle und hier und dort vor allen Menschen. Und dann haben wir auf ihn Ruqya gelesen.
Und dann ist er wieder immer runtergekommen. Ja? Er hat wirklich, er hat sich verkrampft und er hat Bewegungen gemacht, so wie, wirklich so wie behinderte Leute. Und er war ganz normal. Aber fast bei jedem Gebet, und es ging tagelang so, subhanallah. Und ich war dabei. Und dann kann das dann schon sein, dass man dann bestimmte, durch Erfahrungen, die man sammelt, weiß, was das ist. Aber einfach, ja, einfach auf ihn, einfach nur Surat al-Fatiha halt zu lesen etc. Und das kann inshallah dann helfen. Es gibt auch andere Bittgebete, die man sprechen kann, zum Beispiel auch bei Ayn, bei Sihr etc. Dass man zum Beispiel, dass der Raqi sagt, Bismillahi urqik, ja, mit dem, im Namen von Allah mache ich die Ruqya. Es gibt andere, zum Beispiel, u'idu bi kalimati lay tamma min sharri, u'idu bi kalimati lay tamma min sharri ma yajidu wa yuhadir. Das ist ein Bittgebet, dass man, wo man Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet oder Zuflucht bei ihm sucht, vor dem Übel, was er gerade fühlt, etc. Ja, gibt es noch andere, viele andere, ja, die uns, die in der Sunna stehen, auch in diesen kleinen Büchern stehen. Ehrlich gesagt, wir müssen zum Gebet, weil wenn ich jetzt losfahre, schaffen wir das nicht. Ich weiß nicht, ob es da viele Fragen zum Thema gibt. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss, weil ehrlich gesagt, es gibt nur noch eine Moschee in unserer Stadt, die jetzt noch Aisha betet. Und wir brauchen auf jeden Fall 10 Minuten dorthin, sonst können wir alle einpacken. Ja, und deswegen machen wir inshallah jetzt Schluss. Und wenn es Fragen gibt, dann würde ich einfach sagen, vielleicht mir privat schreiben, aber bitte nicht, ob ich Ruqya machen kann. oder inshallah, ich gehe einfach später nochmal live oder morgen, inshallah bin ich sowieso live wieder und dann können wir inshallah vielleicht Fragen beantworten. ja, du kannst auch als Laie, kannst du auch Ruqya für jemanden machen. Ja, lies einfach Surat al-Fatiha auf ihn, die drei letzten Suren des Koran, oder einfach Koran aufmachen und auf ihn lesen. Ja, einfach Koran lesen. Ihr müsst zum Gebet mit 10 Minuten. Ja, wir müssen ja, zum Gebet. Ich wünsche euch inshallah eine gesegnete Nacht. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.